In der Atmosphäre in etwa 20 bis 30 Kilometern Höhe schützt uns die Ozonschicht vor krebserregenden UV-Strahlen. Doch auf der Erde, am Boden, ist Ozon ein Problem. Denn hier belastet das farblose und giftige Gas Mensch und Umwelt. In zu hohen Konzentrationen kann Ozon die Atemwege reizen und Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden verursachen. Außerdem steht es im Verdacht, Krebs zu erregen. Ozon greift Blätter und Nadeln an und stört so die Photosynthese. Es beeinträchtigt das Wachstum und führt in Gärten und in der Landwirtschaft zu Qualitäts- und Ertragseinbußen. Ozon wird nicht direkt freigesetzt, sondern entsteht aus sogenannten Ozonvorläuferstoffen, vor allem Stickstoffoxide und flüchtige organische Verbindungen. Die wichtigsten Quellen für Stickstoffoxide sind der Straßenverkehr und Feuerungsanlagen. Hinzu kommen biogene Stickstoffoxide, die überwiegend aus überdüngten Böden stammen. Flüchtige organische Verbindungen werden bei der Verwendung von Lösemitteln freigesetzt. Diese finden sich zum Beispiel in Farben, Lacken oder Klebstoffen. Sie entstehen auch bei der Verbrennung von Kraftstoff im Straßenverkehr. Hinzu kommen natürliche Quellen. Bei intensiver Sonneneinstrahlung und hohen Lufttemperaturen bildet sich aus den Vorläuferschadstoffen durch komplexe photochemische Prozesse das bodennahe Ozon. Deshalb treten besonders an heißen Sommertagen hohe Ozonkonzentrationen auf. Dann sollte man auf anstrengende körperliche Aktivitäten im Freien möglichst verzichten. Rund 300 Messstationen in Deutschland überwachen die Ozonwerte. Das Umweltbundesamt veröffentlicht neben den aktuellen Ozondaten auch deutschlandweite Vorhersagen. Die Landesbehörden und das UBA informieren und alarmieren die Bevölkerung bei zu hohen Ozonkonzentrationen in der Luft. Die gute Nachricht? Maßnahmen zur Luftreinhaltung zeigen erste Erfolge. Und seit einigen Jahren kommt es in Deutschland immer seltener zu sehr hohen Ozonkonzentrationen. Die schlechten Nachrichten? Auch schon relativ niedrige Konzentrationen wirken auf Menschen und Pflanzen schädlich. Und global gesehen steigt die Ozonbelastung. Da Luftschadstoffe keine Ländergrenzen kennen, ist eine internationale Zusammenarbeit sehr wichtig, um die Vorläuferstoffe weiter zu reduzieren. Und auch jede und jeder Einzelne kann etwas beitragen. Zum Beispiel bei Farben, Lacken, Klebstoffen oder Reinigungsmitteln möglichst lösemittelfreie Produkte verwenden. Das eigene Auto weniger benutzen. Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad oder Fahrgemeinschaften sind sinnvolle Alternativen. Das bedeutet weniger Luftschadstoffe und damit auch weniger Ozon am Boden. Gut für Mensch und Umwelt. Weitere Informationen zum Thema Ozon: www.umweltbundesamt.de/ozon.